Heute habe ich wieder eine Buchempfehlung für euch und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen, das Lied der Krähen von Leigh Bardugo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes erstmal vorweg, falls ich heute wieder heller, dunkler werde, mal gelb zwischendurch oder so, es ist Herbst, das Licht ist eine Katastrophe, die Sonne kommt, die Sonne geht, es regnet, also es ist so unbeständiges Wetter, das kann ich hier mit Filtern alles gar nicht ausgleichen, deswegen Lichtschwankungen wie immer. Sorry, es ist Herbst. Wie immer beginne ich bei diesem Buch mit dem Inhalt. In diesem Buch geht es um den Dieb und Gangster und Kleinkriminellen Cass Brecker. Cass wohnt in Ketterdam und er hat sich dort quasi in seinem Viertel, was er mit seiner Bande bewohnt, hat er sich etwas aufgebaut. Sie haben einen Club, in dem sie Touristen ausnehmen und dann ist er, wie gesagt, ein Dieb und dann gibt es so Tricks, die die halt natürlich machen, wie es bei uns in der Welt halt auch gibt. Also es gibt so Straßenkünstler und die dann halt die Leute ausnehmen und ja. Und damit hat sich Cass halt ganz weit nach oben gearbeitet. Er ist quasi die rechte Hand vom Boss von dieser Gang und führt ein recht annehmbares Leben. Aber er hat eigentlich nur einen Plan im Kopf und das ist Rache. Und um seine Rache zu bekommen, braucht er Geld. Sehr, sehr viel Geld. Denn der Mann, der ihm einst seinen Bruder und alles andere genommen hat, was er besessen hat, ist ein sehr, sehr reicher Geschäftsmann und Cass möchte ihn nicht einfach töten, sondern er möchte ihn am Boden sehen. Er möchte ihn zerstören und dafür braucht man Geld. Und so kommt es, dass Cass einen ganz, ganz gefährlichen Auftrag nicht ablehnen kann, denn die Belohnung sind 30 Millionen. Und so nimmt Cass diese Mission an. Und zwar soll er einen Mann aus einem der bestgesicherten Gefängnisse der Welt befreien. Und das schafft er natürlich nicht alleine. Und so trommelt er eine Mannschaft um sich drumherum, die unterschiedlicher nicht sein kann. Und jeder hat so seine Geschichte und jeder hat so andere Motive, weshalb er sich auf diese waghalsige Mission begibt. Und ob Cass und seine fünf Krähen es am Ende schaffen, diese Mission zu bestehen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Immer als allererstes meine Meinung zur Handlung. Und ich kann nur sagen, die Handlung in dieser Geschichte, dieser Plot, diese Wendungen, die sind so unglaublich gut. Das ist eine so perfekt durchdachte Geschichte. Das ist der Oberhammer. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Diese Geschichte hat ganz viele Wendungen drin. Diese Geschichte hat viele Hintergründe. Diese Geschichte hat sehr viele Zweige, die dann irgendwo miteinander verstrickt sind. Und das erkennt man auf den ersten Blick nicht. Und das ist einfach so unglaublich gut durchdacht, diese Geschichte. Und das ist der Oberhammer. Und das hatte ich schon so lange nicht mehr, dass ich so eine umfassende Geschichte habe von 6 Menschen, die alle eine Tiefe haben, das ist der Wahnsinn. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, dass diese Geschichte absolut perfekt durchdacht ist. Ich habe so gut wie keine Logikfehler hier gefunden. Also es gab hier und da an manchen Stellen mini kleine Logikfehler, wo ich mir dachte so, hä, wie kann das jetzt sein? Das ist aber absolut nicht schlimm gewesen. Also das war auch nicht viel. Aber ansonsten war die Geschichte so perfekt durchdacht und konstruiert und gestaltet und das war der Oberhammer. Also das war wirklich der Wahnsinn. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, perfekt. Leigh Bardugo hat hier wirklich eine perfekte Geschichte geschrieben für mich und die war echt mega, 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 mega gut. Und es gab hier auch Wendungen drin, die hat man einfach nicht kommen sehen. Die haben einen überrascht und man dachte nur die ganze Zeit so, what? Oh mein Gott, was ist da los? Das war einfach der Oberhammer. Dieses Buch hat mich immer wieder überrascht und hat mich immer wieder auf falsche Fährten geführt. Und ja, es war einfach wahnsinnig toll zu lesen. Und auch die Rückblenden in dieser Geschichte, wo man die Hintergründe der Charaktere erfährt, das war so unglaublich gut. Ich komme dann auch gleich mal zu den Charakteren. Wir haben hier 6 Hauptcharaktere, sage ich jetzt einfach mal. Man liest das Buch auch aus der Sicht dieser 6 Charaktere. Also wir springen von Kapitel zu Kapitel immer mal zu einem anderen Charakter, was ich wirklich sehr, sehr gut fand. Denn unsere Gruppe teilt sich zwischendurch auch mal auf und dann weiß man immer, was passiert gerade bei der Gruppe, was passiert gerade bei der Gruppe, was erleben die gerade. Und damit hat Leigh Bardugo wirklich ein richtig gutes Bild geschaffen. Zu der Geschichte auch. Und ja, ich komme mal zu den 6 Charakteren, die hier im Vordergrund stehen. Zum einen haben wir natürlich Cass, unseren Meisterdieb und hinten auf dem Buchrücken steht Mastermind und so ist es wirklich. Cass ist ein arroganter, selbstgefälliger Typ. Er nimmt sich selbst sehr, sehr wichtig. Und er hat mich so ein bisschen an Lockwood erinnert, von Lockwood und Co. Weil der ist auch sehr selbstgefällig, aber er kann es auch sein. Also und genauso ist es bei Cass. Cass hat diese selbstgefällige, sichere Art. Er weiß, ihm kann niemand was. Er ist Brain quasi. Und er hat damit auch verdammt nochmal recht. Und er kann es sich erlauben, so eine Meinung über sich zu haben. Und das war wirklich wahnsinnig gut. Und Cass ist halt, wie gesagt, Brain in dieser ganzen Geschichte. Und er hackt halt die Pläne aus. Und
organisiert auch alles und er verrät aber nie jedem alles, sodass man halt auch als Leser nicht weiß, was hat er eigentlich vor. Und wo das dann am Ende alles rauskam, was er alles so geplant hat, das war so gut. Und ja, also Cass als, ich würde ihn schon als Protagonisten in diesem Buch bezeichnen, der war einfach so richtig, richtig gut. Dann haben wir hier noch Injay. Injay gehört quasi zur Gang von Cass und arbeitet für ihn. Er hat sie quasi freigekauft, deswegen muss sie jetzt quasi die Schuld, die sie ihm gegenüber hat, abzahlen. Und Injay und Cass haben auch eine ganz besondere Beziehung, mehr sage ich dazu jetzt einfach auch mal nicht. Und ja, Injay ist halt das Phantom, sie kann sich an jeden Menschen anschleichen, man hört sie nicht kommen, bis es zu spät ist. Und Injay ist auch ein ganz, ganz interessanter Charakter und Injay wird im zweiten Teil, denke ich mal, auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Ja, und Injay mochte ich auf jeden Fall total, sie war mir ultra sympathisch und wie sie auch mit Cass immer umgegangen ist, war richtig, richtig gut, denn sie ist so die Einzige, die so ein bisschen hinter seine Fassade auch blicken kann und es war so gut. Also Injay hat mir vom Charakter her auch richtig gut gefallen. Dann haben wir hier noch Nina. Nina ist eine Grisha und hat natürlich damit besondere Fähigkeiten. Was das für Fähigkeiten sind, verrate ich jetzt einfach an dieser Stelle mal nicht. Aber ich kann nur so viel sagen, dass sie Ninas Fähigkeiten mehr als einmal brauchen. Und dass man froh sein kann, dass sie in dieser Crew ist. Und Nina ist ein Charakter, die ist eigentlich sehr, sehr lebensfroh und ein fröhlicher Mensch. Und Nina hat aber auch eine Geschichte hinter sich, die sehr, sehr interessant war zu lesen und ich dachte mir zwischendurch so, oh, ich will jetzt endlich mal wissen, was da eigentlich genau passiert ist und wo man die Hintergründe dann dieser Geschichte kannte und man konnte sie so gut verstehen und ja, also Nina hat da auch eine Background-Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und diese Background-Geschichte von Nina gehört mit Matthias zusammen und Matthias gehört vom Volk her zu den Fiadan und Fiadan sind Grisha-Jäger. Und die jagen Grisha und verbrennen die und töten die, denn für die Fiadan sind Grisha keine Menschen, das sind Dämonen, die halt Kräfte haben, die sie gar nicht haben dürften und in den Augen der Fiadan dürfen Grisha halt nicht existieren und leben. Und wie gesagt, Nina und Matthias haben da eine ganz, ganz besondere Geschichte so im Background und wenn man die Geschichte dann kennt, man kann dann Matthias verstehen, man kann Nina verstehen und also das war wirklich eine so gute Geschichte und was dann auch am Ende mit den beiden noch passiert, war auch so unglaublich gut und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, Matthias und Nina sind ganz, ganz tolle Charaktere. Und dann haben wir hier noch Jasper. Jasper gehört auch zur Gang von Cass. Jasper ist quasi der Waffenexperte, er ist ein Scharfschütze und Jasper ist ein sehr, sehr... Und Jasper ist für mich immer so hyperaktiv gewesen. Also der kann nicht still sitzen, der muss sich bewegen, der muss immer irgendwas machen und er liebt die Gefahr. Den Adrenalinkick, den er dabei empfindet, das gibt für ihn nichts Besseres. Also er hat nicht wirklich Bock auf Sterben, aber er hat Bock auf Gefahr und auf gefährliche Situationen. Und ja, ist wie gesagt der Scharfschütze und Waffenexperte von den sechs Leuten. Und ja, Jasper, was soll ich dazu noch sagen? Ich sage einfach jetzt nichts mehr weiter zu seinem Charakter. Wenn ihr das Buch lest, lasst euch da einfach überraschen, was es mit Jasper noch auf sich hat. Und dann gibt es hier als letztes noch Waylon, den Krämersohn. Und Waylon ist ein Charakter, von dem man am Anfang einfach nichts erwartet, der einen dann zum Ende hin doch überraschend tut. Denn Waylon ist quasi der Sohn des Auftraggebers und ist quasi auch somit so ein kleines bisschen das Druckmittel für die sechs Krähen, dass sie halt auch wirklich ihr Geld bekommen. Und Waylon kommt am Anfang so ein bisschen wie so ein Weichkeks rüber. Also er ist so eher so, oh, ist der reiche Krämersohn, er hat keine Ahnung, wie er mit diesen fünf anderen Verbrechern quasi umgehen soll. Und er fügt sich dann aber ganz gut in diese Gruppe ein und leistet auch seinen Beitrag. Und Waylon hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Und ich kann nur sagen, was es mit Waylon noch auf sich hat, lasst euch da überraschen. Und ich denke auch, dass er im nächsten Teil auch noch eine gewisse Rolle mitspielen wird. Und ja, damit hätten wir unsere sechs Krähen zusammen. Also Cass, Injay, Nina, Matthias, Jasper und Waylon. Und diese Gruppe war einfach so toll, weil das eine so bunt durcheinander gewürfelte Gruppe war. Und dann haben sie aber halt doch einen Weg gefunden, miteinander klarzukommen und halt diese Mission zu begehen und das war einfach ganz, ganz toll zu lesen. Also von den Charakteren kann ich nur sagen, top. Und auch die Nebencharaktere in diesem Buch, die Bösen, die dann auch mit einer Rolle gespielt haben und diese anderen Gangs und der Krämer und das war einfach so wahnsinnig gut gemacht, was diese Nebencharaktere auch betraf. Also die kamen alle total glaubwürdig rüber, man hat ihnen das abgenommen. Die Hauptcharaktere waren sowieso genial gemacht und genial beschrieben und die hatten eine Tiefe, das war der Wahnsinn, die hatten alle ihre Hintergründe und man konnte jeden einzelnen dieser Charaktere verstehen und man konnte die Handlungsweisen dieser Charaktere verstehen. Das war der Oberhammer und das hat Labor Dogo hier einfach grandios gemacht. Ja, was haben wir denn da noch? Wir hatten die Handlung, wir haben die Charaktere. Kommen wir als nächstes mal zum Worldbuilding.
Denn dieses Buch spielt ja in der Welt, in der auch Grisha gespielt hat. Ich habe bisher nur den ersten Band von Grisha gelesen und war am Anfang etwas irritiert, denn Grisha, der erste Teil, war für mich komplett High Fantasy. Also das ist auch High Fantasy, aber das ist hier so eine Mischung für mich gewesen, vom Worldbuilding her High Fantasy und London, 19. Jahrhundert, gemischt mit ein bisschen Skandinavien. Das war hier auch einfach eine Welt, die ich so noch nicht hatte. Und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, denn Grisha direkt hat in Ravka gespielt. Und Ravka liegt hier ganz schön weit weg. Und das hier spielt er jetzt in Kerch. Ich kann euch ja mal die Karte zeigen, die hier vorne drin ist. Also Grisha hat ungefähr hier so gespielt. Ne? Also hier, das wird die Schattenflur sein. Und hier ist Ravka. Und wir befinden uns jetzt hier unten in Kerch und gehen dann nach Fjärdan heißt es, hier oben. Also wir gehen dann von da unten nach da oben. Und dieser Grisha hat hier so gespielt, zumindest der erste Teil von Grisha. Deswegen war ich etwas irritiert, was die Welt betraf. Ich denke aber halt auch, dass das Buch nach Grisha spielt, einige Jahre. Denn es wird hier von einem großen Krieg gesprochen in diesem Buch, der alles verändert hat. Und ich schätze mal, dass das der Krieg dann am Ende von Grisha war. Und ja, man spoilert sich hier aber nicht mit Grisha oder so. Man muss die Bücher jetzt auch nicht gelesen haben im Vorfeld. Diese Geschichte ist komplett unabhängig davon. Spielt halt einfach nur im gleichen Universum. Was ich aber auch richtig gut finde. Wie gesagt, diese Welt erinnert mich an High Fantasy gemischt mit London 18. Jahrhundert. Da noch so ein bisschen Skandinavien mit rein, was jetzt die Beschreibungen von den Flüssen betrifft und Bergen und Seen und so. Also das war schon eine richtig, richtig coole Welt und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Womit ich beim Worldbuilding ein bisschen Probleme hatte, waren einzelne Szenen. Und zwar war da zum Beispiel eine Szene, wo, jetzt muss ich überlegen, wie hieß es, Jasper von einem Dach, also Jasper und Raylan standen auf einem Dach und unter ihnen standen Wachen. Und Jasper wollte sich am Haus runterlassen, um die Wachen von hinten anzugreifen. Und dabei ist dann aber irgendwas schiefgegangen und auf einmal war Raylan vor den Wachen, um die abzulenken. Und dann dachte ich mir nur so, wie verdammt nochmal kommt der jetzt dahin? Und ja, das waren halt so Kleinigkeiten bei den Szenenbeschreibungen, wo ich nicht ganz hinterhergekommen bin. Da hatte ich schon so meine Probleme mit, aber das waren, wie gesagt, das waren so Kleinigkeiten, die waren jetzt nicht extrem störend oder so. Es kann jetzt auch wieder sein, dass ich das nur so empfunden habe, ne? Ihr wisst das ja. Ich habe da ja eh manchmal meine Probleme mit. Aber ja, da waren halt, wie gesagt, so Kleinigkeiten, wo ich halt so Schwierigkeiten hatte, mir das vorzustellen. Was halt auch relativ schwierig war von der Vorstellung her, war das Eistribunal, wo die den Gefangenen dann am Ende befreien. Aber hier kann ich nur sagen, jeder, der dieses Buch liest, guckt hier hinten rein. Hier ist eine Karte vom Eistribunal drinne. Da könnt ihr euch das dann anschauen und dann wisst ihr, wo die genau immer rumspringen und was sie da immer genau machen. Und ja, vom Worldbuilding her kann ich nur sagen, top, hat mir richtig gut gefallen. War eine richtig coole Welt, die ich auch so noch nicht gelesen habe. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was es im zweiten Teil wird mit der Welt und wo uns das Ganze hinführt. Kommen wir als letztes noch zum Schreibstil von Leigh Bardugo. Der Schreibstil war so unglaublich gut. Es ist ein Schreibstil gewesen, wo man auf jeden Fall richtig lesen muss. Ich habe ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Jugendbücher gelesen und bei Jugendbüchern ist es ja so, dass der Schreibstil ja meist recht einfach ist und schlicht. Und da merke ich, dass ich irgendwann anfange, nicht mehr das Buch richtig zu lesen, sondern die Sätze zu scannen. Ich kann das nicht anders beschreiben. Also ich lese es dann sehr, sehr schnell einfach, weil man muss bei einem Jugendbuch, um das Buch zu begreifen, in seiner Komplexität nicht komplett Wort für Wort lesen. Das muss man aber bei diesem Buch definitiv. Denn der Schreibstil ist nicht ganz einfach. Wir haben hier, wie gesagt, eine Mischung auch der Sprachen und der Ausdrücke von Zeiten her, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Also wir haben hier einen sehr komplexen Schreibstil. Gerade allein durch diese ganzen Sichtwechsel muss man sich immer wieder auf die Charaktere einstellen. Und man merkt halt aber auch, was ich sehr, sehr gut fand, welchen Charakter man gerade liest. Jeder Charakter hat, was das Erzählen betrifft und was die Ausdrucksweise betrifft, seine Eigenheiten. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat Leigh Bardugo wahnsinnig toll gemacht. Und wie gesagt, der Schreibstil ist recht komplex, also jetzt nicht ultra schwer oder so, aber wenn man, wie ich halt im Vorfeld, sehr, sehr viele Jugendbücher gelesen hat, wo das halt alles sehr locker von der Hand ging, war das hier dann schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn man sich einmal eingelesen hatte, dann ging das auch besser. Also man musste halt einfach erstmal reinkommen. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Jugendbücher in letzter Zeit gelesen. Da war das für mich ein bisschen schwieriger vom Reinkommen her. Ich habe das Buch ja mit Sina zusammengelesen und Sina fiel das Ganze ein bisschen einfacher, weil sie halt in letzter Zeit nicht so viele Jugendbücher gelesen hat wie ich. Und ja, aber ich mochte den Schreibstil total. Er ist jetzt nicht total überzogen und kitschig. Er ist sehr sachlich. Er ist ehrlich. Er ist
intrigant. Ich weiß nicht, er ist auch, man muss halt da wirklich mitdenken, ne, wenn man dieses Buch liest. Der Schreibstil war einfach der Oberhammer. Wie gesagt, die Sichtwechsel waren gut. Die Sätze, der Aufbau, das war einfach alles richtig, richtig toll. Ich würde das Lied der Krähen auch definitiv nicht als Jugendbuch einordnen. Nicht, weil es brutal ist oder irgendwas, sondern ganz einfach von seiner Komplexität her. Würde ich sagen, ab 16 würde ich das Buch empfehlen. Wie gesagt, es ist nicht extrem brutal. Also es gab hier schon zwei, drei Szenen, wo ich dachte so, oh, holla. Puh, da musste ich auch mal kurz schlucken, weil es ein bisschen eklig war, aber es ist ansonsten nicht eklig oder brutal, aber es, wie gesagt, von seiner Komplexität her würde ich das jetzt keinem 12-jährigen Kind zum Lesen geben. Das würde das Ganze, glaube ich, nicht verstehen und begreifen, deswegen würde ich pauschal sagen, so ab 15, 16. Mein Fazit zu Das Lied der Krähen ist, dass diese Geschichte perfekt durchdacht ist, dass diese Geschichte Charaktere mit einer richtig, richtig guten Tiefe hat. Die Charaktere haben Hintergründe, die Welt ist toll, der Schreibstil ist richtig gut, man muss mitdenken in diesem Buch, man fragt sich automatisch beim Mitlesen, was ist da los, und also das ist eine Geschichte gewesen, die mich komplett eingesaugt hat, die mich mitgenommen hat und mitgerissen hat. Und wenn ihr Lust auf eine Geschichte habt über 6 unterschiedliche Gefährten, die eine Mission bestehen müssen, dann schaut euch Das Lied der Krähen auf jeden Fall an. Ich kann es euch nur empfehlen, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und es ist definitiv der erste Teil. Also es wird hier definitiv eine Fortsetzung geben, das Ende ist auch offen. Und ich freue mich schon wahnsinnig doll auf den zweiten Teil und ich hoffe, dass der dann ganz, ganz bald kommt und übersetzt wird. Und ja, ich, wie gesagt, kann euch Das Lied der Krähen wirklich nur ans Herz legen. Es kriegt von mir den Susi-Stempel und lest dieses Buch. Es ist so unglaublich gut. Das war meine Buchempfehlung zu Das Lied der Krähen. Ich habe wieder viel zu viel erzählt. Es tut mir leid. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.